zusammen und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play. Und zwar befinden wir uns hier in 7 Days to Die, einer meiner Lieblingsspiele. Und das ist die Alpha 9.3. Das Spiel gibt es schon etwas länger. Ich hatte auch schon eher vor, ein Let's Play davon zu machen. Aber jetzt habe ich auch den nötigen Rechner, um das in guter Qualität aufzunehmen. So, das hier ist ein Survival-Game. Hier muss man ums Überleben kämpfen. Und wie man schon sehen und auch hören kann, befindet man sich in einer Zombie-Apokalypse. Und es ist ähnlich gehalten, wenn ihr Minecraft kennt, wie Minecraft. Man kann sich hier alles Mögliche bauen, was man will. Ob es Waffen sind, Häuser sind und so weiter. Wir befinden uns jetzt gerade hier in Tag 1 um 8 Uhr. Es ist noch alles recht friedlich, sage ich mal. Wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, eine Waffe zu bauen. Einen primitiven Steinaxt. Damit wir uns auch hier verteidigen können. Zumindest ein bisschen. Aber hier sind wir auch gerade nicht wirklich in Sicherheit. Wenn wir hier gerade alle paar Meter verfolgt. Ich schau mal schnell, ob ich mal einen Stein bearbeiten kann. Einmal Gras bearbeiten. Ich höre hier überall Schritte. Und dann bauen wir uns mal eine, wenn wir da mal kurz Ruhe haben, eine Stone Axe. Irgendwo gerade mal hin, dass da, wo ich nicht verfolgt werde. Geben wir das mal ein. Stone Axe, da haben wir sie ja. Ist erstmal eine primitive, aber am Anfang eine effektive Waffe und auch zum Bauen sehr gut geeignet. Und auch zum Abbauen von Bäumen oder auch hier Gras beispielsweise geht dann wesentlich schneller als mit der Axt, mit der Hand. So, aber das soll es noch nicht gewesen sein. Ich mache mir nochmal ganz schnell auch eine Armbrust. Und das kann man am Anfang auch schon machen. Damit wir uns schon mal grundlegend ein bisschen verteidigen können gegen die Zombies. Dafür bearbeiten wir mal das Gras kurz. Sammeln noch ein paar Steinchen ein. Denn wir können auch schon direkt zu Beginn an Pfeile machen mit Federn, bearbeitetem Gras und geschärften Steinen. Das zeige ich euch jetzt mal. Crossbow. Ah, da brauchen wir noch mehr Stickies für. Also können wir hier so ein paar Büsche wegmachen. Steine nehmen wir auch mal noch schnell ein paar mit. Ich werde dieses Let's Play erstmal eine Woche lang täglich auf meinem Kanal bringen. Weil das hat den Grund, ich spiele das hier im Singleplayer-Modus momentan. Vielleicht wird sich dann noch ein Let's Play Together ergeben, aber das sehen wir dann. Aber vorübergehend erstmal in Singleplayer-Modus, erstmal, damit ihr das Grundlegende vom Spiel sehen könnt und ich auch wieder reinkomme, weil ich habe es jetzt eine Zeit lang nicht gespielt. Und, ja, ich höre überall Schritte. Eine Woche täglich deshalb, weil das am Anfang ein bisschen langwierig ist mit dem Aufbau. Das werdet ihr noch erkennen. Die erste Hütte. Und ein bisschen was zu bauen, damit wir uns festigen können, sage ich mal, und auch überleben können. Gerade die ersten Tage ist das wichtig, weil es halt nicht so einfach ist, weil wie ihr sehen könnt, sind hier überall Zombies. Und wir haben momentan nichts, sind wehrlos. Wir befinden uns im Übrigen auch in einer zufallsgenerierten Karte.
Es gibt hier auch eine festgelegte Karte, die Nevis Game Karte, aber die ist, wie soll ich sagen, ja, die wird auf Dauer langweilig, weil man weiß, wo alles ist und kennt die Gegend und irgendwann ist auch alles abgebaut. Und hier bei einer zufallsgenerierten Karte kennt man sich halt nicht aus. Dann sieht man auch mal so ein Gebilde wie hier, was echt beeindruckend ist. So eine riesige Felswand. Da ist gerade ein Zombie von oben runtergesprungen, okay. Ja, und wenn ich hier mal die Karte öffne, zurückscrolle, das Gebiet ist endlos groß. Man kann hinrennen, wo man will. Es gibt verschiedene Biome, also verschiedene Gebiete. Und man kann dann alles, ja, erforschen oder da leben, wo man will. Ob das jetzt ein Schneebiom ist, ein Graslandbiom, oder jetzt hier so ein Biom. Wüste gibt es, zerstörte Biome. Das kann man sich dann aussuchen. Oh, das ist ja sehr gefährlich hier. Weil wenn ich da runterfallen würde, wäre ich tot oder hätte mir die Beine gebrochen. Aber vielleicht. Na, nein, da kommt man nicht hin. Aber das wäre ein guter Anfangspunkt, wo man einigermaßen sicher wäre. Denn es gibt nur einen Weg dorthin. Und wenn wir den clever anlegen, können wir uns ganz gut verteidigen. Ich schaue mir das jetzt gerade mal nochmal von hier an. Ja, ein bisschen klein das Ganze, aber im Prinzip sehr sicher. Ich baue mal ein bisschen Erde hier ab, dass wir uns so eine kleine Brücke dahin bauen können. Damit wir zuerst mal, zunächst einmal dahin können. Ja, und ich habe eben den Müllbeutel kaputt gehauen. Das hat den Grund, weil das hier das Gebiet endlos groß ist, habe ich den Loot Respawn ausgestellt. Aus dem Grund, also es kommen keine neuen Sachen nach aus Müllsäcken und so weiter. Jetzt konnte man sehen, die Armbrust ist sehr effektiv, wenn man auf den Kopf schießt. Aus dem Grund, weil ich finde das wirklich sehr langweilig, wenn. Na, Mist. Wenn ich jetzt hier nur den Loot Respawn anlassen würde und könnte alle, sag ich mal, alle 3, alle 7 Tage einfach wieder alles neu aufsammeln und dann hätten wir ja gar keinen Grund weiter wegzugehen. Weil ja eh alles vor der Tür neu kommt. Das finde ich dann wiederum nicht so gut. Deswegen habe ich den Loot Respawn ausgestellt. Mich denn getroffen? So, jetzt können wir mal schauen. Ist jetzt gerade noch natürlich ein bisschen stressig am Anfang. Da uns hier ein paar Zombies nerven. So, jetzt habe ich die Erde ja vorhin abgebaut. Jetzt kann ich die ja rein theoretisch, ja, ist das natürlich blöd. So. Jetzt sind wir hier. Das ist natürlich nicht sehr groß. Aber so als sichere Anfangshütte wäre das Ganze gar nicht mal so verkehrt. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Gras weg. Das ist natürlich uneben, das Ganze. Vielleicht bekommen wir das hin. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht selber runterfalle. Ja, und dieses Spiel ist von den Funpimps. Ich muss sagen, ein echt super gelungenes Spiel bisher. Und das ist eine Alpha. Und für mich ist es gar keine Alpha. Für mich ist es eigentlich schon ein fertiges Spiel. Weil, klar, wir sind jetzt in der Alpha 9.3. Aber das Spiel lief eigentlich schon in den vorigen Versionen so super und einwandfrei. Es gab zwar immer mal kleinere Probleme, aber im Grunde genommen war das für mich nie so wirklich eine Alpha. Denn man kennt das vielleicht aus anderen Spielen, die hatten massive Probleme und da lief das Ganze dann nicht so angenehm. Aber hier muss ich echt sagen,
kann ich bisher nicht wirklich erkennen, dass das eine Alpha ist. Für mich halt ein fertiges Spiel. Und wenn ihr Interesse an dem Spiel haben solltet oder im Laufe des Let's Plays das Interesse bekommen solltet, das Spiel kann man, ist auf Steam erhältlich. Und zwar, ich glaube, für ja knapp 23, 24 Euro, aber ich muss sagen, ich habe es mir schon vor, keine Ahnung, vor einigen Monaten geholt und ich bereue es kein bisschen, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe. Für eine Alpha kommt es einem vielleicht teuer, sehr teuer vor, aber für mich, sage ich, ist es lohnenswert. So, jetzt bauen wir uns mal ein paar Woodframes, damit wir auch mal eine grundlegende Struktur festlegen können. So, jetzt haben wir einen gebaut. Jetzt können wir die dauerhaft bauen, denn die grünen Sachen hier, das sind die Sachen, die wir schon gebaut haben, die wir können. Die können wir dann sofort bauen. Die gelben Sachen müssen wir zunächst noch erlernen. Ich würde sagen, wir bauen uns als erstes hier mal so eine Grundstruktur auf. Ja, ist halt die Frage, das ist halt nicht so weit, das Ganze. Aber wir müssen hier ja keine Mauer bauen oder so. Wir sind ja hier ziemlich sicher. Ja, jetzt ist halt nur das Problem, wir müssen uns ein bisschen eben machen. Ja, mit einer Steinaxt geht das Ganze natürlich noch nicht so schnell. Aber man hat hier sehr viele Möglichkeiten, bessere Tools herzustellen, also eine Schaufel beispielsweise, wenn wir nachher eine Schmiede haben. Aber das ist halt am Anfang ein bisschen mühselig, das Ganze. Habe ich ja schon erwähnt. Und deswegen auch gibt es jeden Tag eine neue Folge. Aber das wird sich im Laufe der Zeit auch alles richten, sage ich mal. Klar, der Anfang ist immer schwierig, wie immer im Leben, überall in jeder Hinsicht, sage ich mal. Aber wenn man das erstmal hinbekommen hat am Anfang, dann läuft das Ganze hier ziemlich gut. So, wir machen zunächst erstmal nicht so ein großes Haus, zumal wir noch keine Axt haben. Und, ja, wir uns mit den Gegebenheiten jetzt erstmal anfreunden müssen, hier mit einer Steinaxt Bäume zu fällen. Wenn wir später eine Metallachse haben, dann geht das Ganze auch viel schneller und angenehmer und dann bekommt man das Ganze schon viel besser hin. So, diese gelben Blumen, die nehme ich jetzt auch zwischendurch mit. Ein bisschen Stickies. Weil die gelben Blumen nehme ich deshalb mit, weil wir damit Tee machen können. Ich wollte jetzt Crossbow... Ja, die Pfeile wollte ich bauen. Woran hapert es an Federn? Ja, okay, die müssen wir dann suchen. Ich höre die zwar hauen, aber die sind da im See und hauen da rum. Ist jetzt für uns nicht so interessant. Also sollen sie da ruhig rumkloppen. Solange sie uns nichts tun, ist das alles gut. Ja, und das Ding ist, wir sind jetzt bei 10:30. Oh, da sind wir dran. Das Problem ist, in der Nacht kann es sehr, sehr gefährlich werden, wenn man keinen Unterschlupf hat. Denn die Zombies, die können dann rennen. Ab 21:30 Uhr, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und sie können dann jedenfalls rennen und sind dann enorm gefährlich, weil man kann sich dann kaum verteidigen. Mit den Waffen, die wir momentan haben, sowieso nicht. Also muss man da schon einen Unterschlupf haben, um möglichst irgendwie sicher zu sein. Diese Basis, die ich jetzt aufbaue, ist natürlich erst vorübergehend, um ein bisschen sicher zu sein. Im Laufe der Zeit werden wir uns etwas Größeres aufbauen. Und, ja, ich habe erstmal so vor, ein kleines Haus zu bauen mit einer Schmelze, dass wir uns ein bisschen Eisen einschmelzen können, damit wir uns schon mal die grundlegenden
Sachen bauen können, wie eine Axt, eine Schaufel, eine Pickhacke und so weiter, um besser Rohstoffe abbauen zu können. Dann werde ich erstmal etwas Eigenständiges bauen, möglichst hier auch in der Nähe, weil hier sieht es ja ganz gut aus, aber halt nicht hier oben, weil das ist halt zu klein, das ist ja nur vorübergehend. Und dann möchte ich euch ganz gerne mit hinzuziehen, eure Tipps, eure Ideen mit ins Let's Play einbeziehen, denn das finde ich, kann man in diesem Spiel hier sehr gut machen. Zum Beispiel Vorschläge, wo man etwas bauen könnte im Laufe der Zeit und wie man etwas anders machen könnte. Und ich versuche das dann so gut wie möglich umzusetzen. Und ihr seht das dann im Laufe der Zeit im Let's Play selbst, wie sich das Ganze hier so entwickelt und ob es zufriedenstellend ist. Ich finde, hier bei 7 Days to Die kann man wirklich sehr gut die Community mit einbeziehen, weil es hier wirklich so viele Ideen gibt, wie man etwas bauen kann. Ich könnte beispielsweise etwas auf dem See bauen. Ich könnte beispielsweise etwas unterirdisch bauen. Oder jetzt hier wie auf dieser Klippe hier. Ich könnte auch ganz normal unten ein Haus mit einer Mauer bauen. Das entwickelt sich halt so, wie man das halt gerade haben möchte, sage ich mal. Und jetzt hier beispielsweise hätte ich gar keinen Boden gebraucht für unsere kleine Hütte. Aber ich mache das, weil es einfach optisch auch schöner aussieht. Und wir nicht unbedingt auf einem Grasboden schlafen müssen. Ja, und zu dem Schlafen. Man muss in diesem Spiel nicht schlafen. Man muss essen, trinken, hat Ausdauer, Lebensbalken. Man kann eine Lebensmittelvergiftung bekommen und so weiter. Wie zum Beispiel hier. Hier haben wir so ein altes, verdorbenes Sandwich. Das kann man essen, wenn man wirklich Hunger hat. Zieht aber Leben ab. Aber dieser Buff wird nach relativ kurzer Zeit entfernt, der negative Buff. Und dann kann man wieder ganz normal weiterspielen. Aber dann ist der Hunger halt gestillt und ja, man hat ein bisschen Leben verloren. So, jetzt wollen wir uns aber mal ein bisschen auf der Suche machen. Hier diese weißen Pflanzen zum Beispiel, das ist Cotton. Daraus kann man dann Kleidung machen. Also Clothes Fragments. Und daraus können wir uns dann einen Schlafsack basteln, was für uns dann unser ja, Speicherort ist, wenn wir sterben sollten. Dann können wir dort wieder zum Leben erwecken und starten nicht irgendwo zufällig auf der Karte. Ich finde es auch ganz gut, dass ich den Loot-Respawn ausgemacht habe, weil man kennt es ja, wenn ihr das selber spielt und ihr habt das nicht ausgeschaltet, dann sieht man irgendwo ein Vogelnest, ein Müllbeutel oder sonst was und man geht da 100.000 Mal dran, weil man denkt, da ist was drin, auch wenn da steht empty, aus Gewohnheit halt. Und ja, dort ist dann nichts zu finden, weil man das schon ausgebeutet hat. Ich finde das auch von der Hinsicht dann ganz, ganz, ganz gut so. So, jetzt haben wir ein bisschen Cotton. Können wir uns 8 Clothes Fragments machen. Und jetzt können wir uns ein Sleeping Bag machen. Da ist es auch schon. Dass wir denen dann, sobald das Haus einigermaßen einen Grundriss hat, wir das Ganze auch setzen können. So, jetzt haben wir ein bisschen Frames gesammelt. Ich hack nochmal trotzdem zwei Bäume schnell ab, damit wir auch Holzplanken machen können, um die Frames auszukleiden. So, noch einen weiteren Baum. Und dann wandeln wir direkt mal das Holz um. Holzplanken. Und dann legen wir das Haus ein bisschen weiter. Beziehungsweise arbeiten. Ich freue mich echt, dass ich das jetzt Let's Playen kann. Ich hatte es, wie schon gesagt, schon länger vor. Aber der Rechner hat das Ganze nicht mitgemacht und jetzt ist es mir möglich und
freue mich da wirklich sehr drauf. Ich bin noch mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Weil ich selber habe das Spiel schon mit anderen gespielt und auch im Singleplayer und habe schon sehr vieles erbaut. Aber da kamen ja auch schon wieder sehr viele Updates. Jetzt in der 9er-Version hat sich ja auch wieder vieles getan. Und mit den Ideen von euch kann das Ganze hier wirklich zu einem, ja, sag ich mal, langen Projekt auf meinem Kanal werden. Hätte ich keinerlei Probleme mit, das als Langzeitprojekt zu nutzen. Aber mal schauen, was da hier noch so passieren wird. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen Erde wegschlagen. Weil so groß kann das Haus natürlich nicht werden, weil wir ja nur begrenzten Platz hier oben haben. Aber gerade möchte ich das Ganze hier schon haben, dass es hier eine Grundfläche gibt, wo das Haus drauf stehen wird. Und nicht einfach nur so auf der Erde. Macht sich auch optisch natürlich sehr viel besser. Und ist natürlich auch sicherer. Denn Erde ist von Zombies natürlich einfacher wegzukloppen als verstärkte Holzstrukturen. Weiß noch nicht, vielleicht wir könnten es noch eins nach hier ziehen. Den Rasen hier wegmachen. Aber müssen wir. Ah, hier müssen wir nicht tiefer gehen. Ach Mist. Hier müssen wir dann doch noch die zwei runterkloppen. Gras nehmen wir nochmal mit hier. Dann ist das von der Seite ja schon mal ausgereizt, würde ich sagen. Man kann das noch ein bisschen überstehen lassen, wenn das verstärkt ist. Ich glaube bis zu 5 Felder und dann wird es beim 6. abbrechen. Aber allein wegen der Optik und auch wegen der Größe, so groß brauchen wir das natürlich auch nicht. Reicht das hier vollkommen dann aus. Nur, wir wollen ja auch die Schmiede, also die Schmelze, die Öfen, auch im Haus haben. Von daher möchte ich das ein bisschen größer zumindest haben. Vielleicht noch zwei weiter nach rechts, so bis hier. Ja, ich würde sagen, so bis hier. Und dann noch eins dort. Dann ist das hier von der Seite auch fertig. Dann noch zwei nach hier raus. Ja, und dann steht der Boden schon mal. Müssen wir das Ganze nur noch verkleiden. Ja, wir brauchen natürlich noch mehr Frames. Mal schauen. Wie viele können wir noch machen? 20, ja. Da müssen wir natürlich noch weiteres Holz schlagen, um noch mehr Frames und natürlich auch zum Auskleiden der Hütte zu benutzen. Ist als erste Hütte erstmal ziemlich groß. Eigentlich zum Überleben hätte was Kleineres gereicht, aber ich möchte auch, wie ich schon erwähnt habe, die Schmieden reinbauen, der Schlafsack und Kisten. Das kann man alles noch bauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir machen natürlich erstmal, sage ich mal, das Primitivste, was wir bauen können. Nur aus ganz normalem Holz. Man kann aus Beton bauen, aus Stahl, Metall. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man alles bauen kann. Das ist auch das, was das Spiel so interessant macht. Es ist schon alles sehr realistisch und diese Vielfalt, dass das Spiel einfach bietet, das macht es auch so interessant. So finde ich das. Ich finde, das ist so, Seven Days to Die ist ein bisschen Minecraft für Erwachsene, sage ich mal. Klar gibt es in Minecraft auch Add-ons mit Zombies und so weiter. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Aber ich finde Seven Days to Die. Ich persönlich finde Seven Days to Die natürlich schon besser als Minecraft. Ich bin nie so der Minecraft-Spieler gewesen. Aber jeder hat so seinen Geschmack. Muss jeder selbst entscheiden. Ich bin auf jeden Fall ganz zufrieden mit Seven Days to Die. Kann mich bisher nicht beklagen. So.
Das sieht aber jetzt schon mal ganz gut aus als Grundstruktur. Dann müssen wir das nur noch hier verlegen. Machen wir jetzt mal kurz falsche Taste. Das sieht da schon fast fertig aus. Dann hier noch die Ecke. Das ist natürlich mit dem Wegschlagen jetzt hier vom Boden. Natürlich, das ist jetzt was am längsten dauert. Aber das muss ja auch gemacht werden und ich will es ja auch ein bisschen schön haben. Zumindest ein bisschen. Auch wenn es natürlich erstmal nur grundlegend darum geht, die ersten Tage zu überleben. Schauen wir mal. So, die zwei noch weg und dann sind wir schon mal mit dem Boden fertig. Natürlich muss das Ganze noch ausgekleidet werden. Dafür müssen wir weiteres Holz sammeln. Ja, wir sind aber auch schon bei über 25 Minuten. Und ich möchte meine Folgen auf meinem Kanal nach wie vor bei 25 Minuten halten. Und wie ich schon erwähnt habe, gibt es jetzt jeden Tag eine Woche lang Seven Days to Die. Könnt ihr euch darauf freuen? Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Wir sind nämlich jetzt am Ende einer Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und ich denke mal, ich werde hier noch den Rest verlegen und den Boden auskleiden. Jetzt ohne, dass ihr dabei seid. Oder. Nee, ich mach das, wenn ihr dabei seid. Das ist besser. Wenn jemand das wirklich jetzt sehen will, wie alles nach und nach entsteht, dann machen wir das hier direkt zusammen. Das geht ja relativ schnell. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge den Boden auskleiden. Und wie ich schon erwähnt habe, ich würde mich freuen, wenn ihr da morgen wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Seven Days to Die. Bis dahin. Tschüss.